Naja, ich habe ja immer gesagt, Frankreich ist das Land meiner Wiedergeburt. Und das stimmt auch, denn natürlich waren wir durch die Nazizeit und durch die Kriegsgefangenschaft, wie ich sie in den ersten Monaten erlebt habe, Tiefpunkt schlechthin. Und ab dann ging es wirklich bergauf. Ich bin Christoph Heiduck, der jüngste Spross aus einer Malerfamilie aus Breslau, bin 1927 geboren. Und habe eine eigentlich trotz Nationalsozialismus schöne Kindheit gehabt. Anzi bin ich Ende 1945 gekommen. Und Sie können sich ausrechnen, 1927 geboren, wie alt ich dann war. Gut, ich habe dann in Anzi gleich meinen 17. Geburtstag gefeiert. Das war ein Durchgangslager. Und ich glaube, es fasste fast 3000 Menschen. Aber es war eben ein Durchgangslager für eine Region, Hochsavoyen, die, ja, also die warteten alle auf dem Kommando außerhalb des Lagers. Im Lager gab es halt nur die normale Arbeit in der Küche, im Revier, also im Krankenhaus sozusagen. Und in den verschiedenen Büros, aber sonst normalerweise gingen alle immer raus zum Arbeiten. Da gab es das Salle de Service und da bekam man dann, also wurde man abgeholt von den französischen Patronen. Das sind dann also meistens Franzosen gewesen, die meistens waren es Witwen, die mit Wonne sich Leute geholt haben auf den Bauernhof. Fritz hieß das immer, Fritz brauchten die. Und das war eigentlich sehr begehrt, weil dann hat man ein bisschen was Besseres zu essen bekommen und so, denn die Lagerkost war nicht gerade toll, ne? Aber wir haben genug zu essen gehabt. Ja, da ich ganz großes Glück hatte, dass ich nicht auf ein Arbeitskommando musste, sondern von dem Bibliothekar des Lagers ausgesucht war, um in der Bibliothek zu arbeiten. Da habe ich Bücher ganz gemacht und habe auch Bücher verleiht, habe sehr viel gelesen und musste dann den verschiedensten Soldaten Rat geben, was ist ein besonders schlüpfriges Buch oder so. Also sehr, sehr komisch. Ich habe aber sehr viel kennengelernt, sehr viel Menschenkenntnis und sehr viel Bücher. Ich selber habe dort angefangen, meine Kameraden zu zeichnen, erst Blümchen und so, was man halt innerhalb des Lagers bis zum Zaun hat finden können. Und habe auch angefangen, meine Hände zu zeichnen, meine Füße zu zeichnen, weil ich mich auch erinnerte, dass ich das ja ganz gerne auch als Kind schon tat. Und so hat man dann die Zeit verbracht. Das ist die Basis. Ich habe überhaupt erst richtig wieder dieses Zeichnen und Malen angefangen. Und auch das Theaterspielen, Theater machen, Bühnenbild machen. Das habe ich alles eigentlich da gelernt. Und mich mit Literatur auseinanderzusetzen. Das ist alles passiert in Gefangenschaft. Ich weiß nicht, ob ich das in der chaotischen Zeit in Deutschland hingekriegt hätte. Und deshalb habe ich auch dann nach der Rückkehr 1948 im Juli, was ähnlich heißt wie heute, da habe ich gesagt, auf die Schule, nein, kommt gar nicht. Ich habe die Schule des Lebens gehabt und ich studiere sofort. Bei mir selber war es natürlich insofern ganz positiv, weil wir alle nur, und das war die Vielzahl, wir waren selig, dass dieser Krieg vorbei ist und dass wir in Frieden hineinarbeiten konnten. Und so haben wir uns auch eigentlich im Lager verhalten. Und die französische Öffentlichkeit, soweit wir mit ihr zusammenkamen, die waren eigentlich auch in dieser Tendenz. Es war da eine Dame, Madame Wolp hieß die, glaube ich, aber sie war eigentlich Schweizerin. Und die hat dafür gesorgt, dass wir Musikinstrumente, Sportgeräte, Sportdress und so weiter alles bekommen haben. Und musste ja alles aus der französischen Seite kommen. Und das war
Unglaublich. Und ich sage immer, dass die deutschen und französischen Kriegsgefangenen, vice versa, die allerbesten Botschafter ihres Landes waren. Und sind viele Freundschaften entstanden. Weil jeder für den anderen Verständnis gezeigt hat. Also es gibt ja Ausnahmefälle, wo irgendwelche Rachegeschichten laufen oder liefen. Die passieren leider immer. Aber die Grundtendenz war da schon spürbar, dass wir nicht die ewige Freundschaft Frankreich-Deutschland, die ja sowieso albern war, fortsetzen wollen. Ne?